Wir sind zurück mit einer neuen Folge Volant und der Mission Die himmlische Krähe schlägt zu. Ich denke, es wird auch wieder ein Duell sein oder was ähnliches. Sieht nach der ersten Mission von dem DLC aus. Ich weiß gar nicht mehr, wer da der Boss war. Der Endboss. Wir hatten den relativ schnell down. Das ist krass, wie der Schwierigkeitsgrad jetzt von Mission zu Mission im DLC angestiegen ist. Okay. Ich weiß gar nicht mal, was das für ein Typ ist. Ich sollte vorher eigentlich wieder ausrüsten. Gunning. Ah ne, der ist Feuer. Ah, das ist der erste Boss, oder? Ich weiß nicht, warum jetzt hier die ganzen Bosse recycelt werden. Blitz wird bestimmt nützlich sein. Au. Hey. Lass das. Ich meine, der war einfacher. Aber ich weiß es nicht mehr. Es ist eine Weile her. Und mit einer Weile meine ich ein paar Tage. Blitz scheint nichts zu bringen hier. Au. Okay, der hat verdammt viele Wutattacken. Vielleicht einfach passiv spielen. Da Blitz nichts bringt, Wasser müsste was bringen. Gegen Feuer. Probier mal Wasser. Anstatt Blitzwaffe nehmen wir die Eiswaffe. Ja, dass ich das Element nicht angewendet bekommen habe, weil er wieder dumm ausgewichen ist. Das ist unglaublich. Ich hatte so ein kleines bisschen noch. Und dann wäre das Ding drauf gewesen, er wäre gestunt. Ja, diesmal ging's. Erde würde wahrscheinlich nicht viel bringen. Oh, ich bin mir nicht sicher. Wir gucken mal. Okay, der macht unglaublich viel Damage. Mit den Wutattacken. Das heißt, die muss ich unbedingt kontern. Ich wollte einfach nur probieren, ob ich das Element angewendet kriege. Er lässt mich einfach nicht. Schlecht aus Wasser. Okay, mach mal Wasser. Na komm, machen wir eine Wutattacke? Nee? Ich weiß nicht, warum sein Balken plötzlich wieder leer ist. Ugh.
Er lässt sich ja auch nicht staggern. Das war schlecht. Okay. Der lässt sich nicht stunnen. Das heißt, ich muss ein bisschen passiver spielen. Bisschen ruhiger. Ja, ich hätte mich heilen sollen, aber es ist schwierig. Man muss einfach aggressiv bleiben, weil wenn man mal die Initiative hat, ist es und sie verliert, ist es schwierig, sie wieder zurückzubekommen. Das war schlecht. Mann! Die Timings. Ich spiele gerade wieder unglaublichen Mist zusammen. Ah ja, erstmal wieder an das Moveset gewöhnen. Ich vergesse das Zeug extrem schnell. Ich kann mir das nicht behalten. Mein Muscle Memory ist diesbezüglich. Au. Boah. Ja, der ist schnell. Aber beim ersten Mal hatte ich doch nicht so ein Problem. Ist irgendwas anders? Ich weiß es halt nicht mehr. Das mit dem Wasser funktioniert am Anfang eigentlich soweit ganz gut. Kann man einfach ausweichen. Dann kommt direkt einer hinterher. Ja. Erstmal das Moveset lernen. Ich kenn's nicht. Oder nicht mehr, ich weiß es nicht. Es ist ziemlich sicher der Boss aus der ersten Mission, aber ich habe das Gefühl, irgendwas ist anders an ihm. Ah, zu früh. Gunning. Macht halt auch unglaublich Schaden. Wenigstens ist seine Reichweite nicht so hoch. Der darf mich nicht treffen. Mann! Zwei Heilungen nur noch. Und er ist noch nicht mal 50% unten.
Erde. Oh, wir kriegen das sogar angewendet. Da lief es eine Zeit lang echt gut. Und dann kommt man irgendwie aus dem Rhythmus. Und dann ist man sofort tot. Es macht extremen Unterschied. Und man muss einfach nur diesen. Es ist ein Rhythmusspiel im Endeffekt. Also wie Sekiro. Und wenn man im Rhythmus drin ist, spielt sich das Spiel wie von alleine. Au. Aber das war viel zu früh. Autsch. Schlecht. Ah, den hätte ich haben müssen. Mal gucken. Ich weiß nicht, warum ich mit dem jetzt solche Mühe habe. Wir haben den ja... Weil das Missionslevel höher ist und einfach mehr Damage macht wahrscheinlich. Hör auf zu labern, Junge. So früh. Nimm das, du Schweinehund! Okay. Wenn man ihn den roten parried, hat man immer ein Opening in der Regel. So nicht. Da war ich jetzt gerade echt gut im Rhythmus drin. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg. Okay. Uhu. Mann! Ha. Kurz rauskommen. Und dann ist... Autsch. Zwei Heilungen. Mann! Voll aus dem Rhythmus draußen. Braucht man unglaublich viel Heilung. Er hat nicht mehr viel. Ja.
haben wir Wasser wieder drauf. Hallo. Mann, heil dich doch, anstatt dort rumzustehen, wenn ich drücke. Habt ihr keine mehr? Vielleicht hatten wir keine Heilung mehr. Ah, das ist ärgerlich. Eine Heilung mehr. Okay, das war, der Anfang war schon eine Katastrophe. Aber das war ein guter Try. Rhythmus. Fangen wir nochmal an. Der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ist mega gering. Das kann ein kleiner Fehler sein. Okay, komm her. Ah, der kommt. Das war zu schnell. Ich wollte heilen. Aber war nicht. Wenn man es richtig macht, fühlt es sich richtig geil an, weil es wie ein Tanz ist. Und wenn man es falsch macht, fühlt man sich wie der letzte Vollidiot. Für eine Combo. Mann! Nice Mountain. Wir haben nur noch 5 Heilungen. Zu früh! Heil dich doch! Wir hatten noch Heilung, Mann! Spiel! Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum das teilweise einfach nicht klappt. Ja, was soll denn das? Mach mich. Töte mich. Ich dachte, das kommt ein Roter runter. Aber er schmeißt nur seine scheiß Kunais. Kann man einfach zur Seite gehen. Immer seitwärts rennen.
Mann, der hatte nichts mehr! Warum kommt das nicht durch? Okay. Das war eine Katastrophe. Und Wasser ist weg. Ja, ist besser so. Das war eine Katastrophe schon am Anfang. Okay, wir haben auch mit der Mission wieder unglaublich Mühe. Ich wurde vorgewarnt, dass die DLCs hart sind. Aber ich hätte nicht gedacht, dass so einzelne... Keine Ahnung, vor allen Dingen, es ist kein neuer Boss. Wir haben den ja schon mal besiegt. Okay, das lief ganz gut. Okay, diesmal hat's gut geklappt. Und dann bin ich in One-Shot. Es ist so traurig. Ah. Ich fühle mich, als wäre ich 5 Moralpunkte unter ihm. Offensichtlich stimmt das natürlich nicht. Heilung. Fünfmal drücken, bis das frisst. Oh, dieses Wasser wieder weg. Oh. Okay. So, kriegen wir jetzt bitte das Wasser hin? Jawohl. Diesmal hat die Heilung gut geklappt. Okay, Wasser drauf. 5 Heilungen haben wir noch. Er ist auf halbem HP. Das ist eigentlich okay. Da darf ich einfach nicht angreifen. Früh. Heil dich! Irgendwie nach dem Parieren funktioniert die Heilung nicht richtig. Das ist das Spiel. Das ist irgendwie nur nach dem erfolgreichen Parieren ist irgendwie was mit der Heilung nicht. Muss man 3-mal drücken, bis es genommen wird.
Oh, das war falsch. Okay. Wir kriegen ihn. Ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin fest entschlossen. Okay. Wir haben das. Timing. Nochmal Erde. Keine Ahnung, was das bringt. Ah, zu früh. Au. Ein bisschen geheilt, aber ich denke, wir müssen trotzdem nochmal eine Heilung nachschieben. Ja. Ich wollte nicht heilen, weil es nichts bringt. Es dauert so lange irgendwie. Man muss viel zu oft drücken nach dem Parry. Muss irgendwie anders. Also vielleicht wahrscheinlich ist es ein Bug oder so. Vielleicht dann machen wir halt eine zweite Folge mit dem. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Schnappt euch einen Snickers. Wenn ihr beide Folgen am Stück seht. Also wir kriegen ihn jetzt in dem Tridown natürlich. Au. Scheiß Kunai. Okay. Oh, that's greedy. Okay. 6 Heilungen. Gar nicht schlecht. Oh. Er macht seinen Balken weg dadurch. Das ist schlecht. Ah, Kunai. Heilung, sonst bin ich in One-Shot. Immerhin Wasser drauf. Nein. Heilung. Hier noch.
Oh. Zwei Heilungen. Er hat nichts mehr. Ich habe das Wasser nicht drauf gekriegt. Okay, ich steck das Snickers wieder weg. Steck das Snickers wieder weg. Nein, lass es euch schmecken. Anstrengend. Anstrengend. Okay, dann haben wir das noch in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.